Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial zum Thema Portable Apps. Ich erkläre euch hier, wie man Programme portable bekommt, beziehungsweise wie man bestimmte Programme portable machen kann, und zwar kompatibel für die PortableApps.com Plattform. Und es ist ein erweitertes Tutorial, das heißt, man sollte sich an dieses Tutorial heransetzen, wenn man etwas Erfahrung mit seinem Betriebssystem hat, wenn man generelle Erfahrungen über beziehungsweise wenn man weiß, wie man Windows-Variablen benutzt, wie man Konfigurationsdateien ausliest, bearbeitet und vor allem auch versteht. Und man muss natürlich logisch denken können. Beginnen wir damit, dass wir einen Datenträger benutzen, der möglichst vorzugsweise leer ist, einfach der Übersicht halber. Benutzen kann man eine externe Festplatte, einen USB-Stick, eine SD-Karte, eine Superdisk, je nachdem, was man gerade zur Hand hat. Das ist das Schöne bei Portable Apps. Ich persönlich bevorzuge eigentlich USB-Sticks. Für dieses Tutorial wird es allerdings auch eine alte SD-Karte tun. So, wie gesagt, leere SD-Karte. Zuerst benötigen wir natürlich die PortableApps.com-Plattform. Hier bekommt man ganz einfach PortableApps.com, hier einfach Download und den 3 MB großes, dieses 3 MB große Paket hier herunterladen. Des Weiteren benötigen wir noch die Entwicklungsumgebung für die Portable Apps. Die kriegt man auch hier, und zwar über Get Apps, Development. Und dann haben wir hier NSES Portable. Hier bitte aufpassen, man benötigt die Unicode-Version. Die PortableApps.com, den Installer benötigen wir, und den Launcher. Wahlweise kann man auch noch den App Compactor mitnehmen. Allerdings ist er eigentlich kein Muss und wird auch nicht berücksichtigt momentan. So. Wenn wir alles runtergeladen haben, dann müssen wir den Launcher zuerst installieren. Hier wählen wir dann eben unser Laufwerk auf dem dieser Launcher installiert werden soll. In meinem Fall wäre das Laufwerk E. Ihr könnt, wie gesagt, müsst gucken, auf welchem Laufwerk ihr das macht. Theoretisch kann man auch auf Laufwerk C installieren, allerdings kann es da dann leicht Probleme geben, wenn man dann die einzelnen Ordner für die Portable App wieder rausziehen muss. Von daher am besten eine leere Festplatte oder eben ein eigener Ordner. So, nachdem das Ganze fertig ist, können wir die Verwaltung davon auch starten. Oh, verdammt. Zuerst das Falsche installiert. Wir benötigen dann das Plattform-Setup. Es macht übrigens nichts aus, wenn man jetzt zuerst seine Portable Apps und dann die Plattform installiert. Es ist völlig modular. Das heißt, es ist völlig egal, was man zuerst installiert. Am Schluss wird es, wenn man es richtig macht, beziehungsweise wenn man alles auf eine Plattform installiert, auf eine Festplatte oder auf einen Datenträger, wird ohnehin immer alles zusammenpassen. Es wird auch nichts im System hinterlassen, daher auch der Name Portable Apps. So, den Launcher verschieben wir hier eben in unseren... Das hier ist übrigens das Anwendungsverzeichnis. Hier landen alle installierten Anwendungen drin. Das heißt, man kann theoretisch auch hergehen, kann Portable Apps direkt herunterladen, eigens entpacken, irgendwo hin oder in den Ordner hier reinschieben, wird automatisch erkannt. Sollte das Startmenü laufen, während man Daten hereinschiebt, ist es auch kein Problem. Man kann hier einfach sagen, stopp, man möchte hier Symbole neu laden, und schon hat man eigentlich die Programme, die vorher installiert wurden. So, das machen wir jetzt mit allen unseren Programmen. Hier noch der Installer. Man sieht auch, die Entwicklungsumgebung ist multilingual, ist also auf mehrere Sprachen ausgerichtet. Die Bedienung ist in Englisch, allerdings kann man damit eigentlich fast jede Sprache portable machen. Man sieht auch hier im Setup, dass er automatisch, wenn zuerst der Launcher installiert ist, erkennt, wo unser Launcher liegt, und da eben dann das Programm automatisch richtig installiert.
So, jetzt haben wir unsere Entwicklungsumgebung eigentlich fast fertig. Es gibt auch die Möglichkeit, direkt über das Startmenü, direkt über den Launcher neue Portable Apps zu laden. Allerdings muss ich der Fairness halber dazu sagen, dass es manchmal Probleme geben kann, wenn der Server nicht erreichbar ist oder wenn der DNS-Server nicht richtig funktioniert. Von daher, ich persönlich lade es erst runter, installiere sie dann manuell, weil dann kann ich mir sicher sein, es wurde auch richtig installiert. Aber wenn man es direkt über die Anwendung laden möchte, hat man hier auch eine schöne Übersicht über die verschiedenen Programme, die es eben gibt. Das Repertoire reicht von Werkzeugen wie einem Remote Desktop Client oder einem portablen Dateipacker oder auch einem Rename-Programm, was auch sehr nützlich ist, über Spiele bis hin zu Bildungssoftware. Von daher, das ist eigentlich recht breit gefächert und auch recht nützlich. So, aber wir möchten eine eigene Anwendung erstellen. Ich habe da jetzt schon mal was vorbereitet. Wir möchten das Programm Royal TS2 Portable machen. Dazu erstellen wir uns erst einen Ordner mit eben Programmnamen eben. Und in diesem Ordner benötigen wir einmal den Ordner App. Da kommt später unser Programm rein. Den Ordner Data. In diesem Ordner werden später sämtliche vom Programm generierte Dateien, Konfigurationsdateien, Profildateien, Lizenzdateien, alles wird eigentlich da rein gespeichert und den Ordner Other, also alles, was man mitgeben möchte, eine komplette Dokumentation, ein Handbuch, ein PDF, die Quellen bei einem Open Source Programm kommen alles in den Ordner Other hinein. Was wir auch noch brauchen, ist eine HTML-Datei mit dem Titel Help. Hat den Hintergrund, eigentlich kann man daran eine komplette Dokumentation schreiben oder auch Hilfsanweisungen, falls das Programm Probleme haben sollte, bekannte Probleme haben sollte. Wir persönlich, für unser jetziges Tutorial, lasse ich die Datei einfach mal leer. Ich persönlich bin nicht der Programmierer des Programms, ich weiß nicht, was ich reinschreiben soll, aber wie gesagt, Help-Dateien, ja, Inhalt hier einfügen. So, in dem Ordner App müssen wir einen Ordner App-Info erzeugen und natürlich unseren Programmordner, wo unser Programm hinein soll. So, und dann können wir eigentlich auch schon anfangen. Das Programm, das ihr portable machen wollt, müsst ihr zuerst einmal installieren, dass ihr eben die Anwendung Inpackt eben habt. Den kompletten Ordner kann man dann einfach einmal hier so rüber kopieren und weiterarbeiten. So, also wir haben hier jetzt unser Programm und jedes Programm hat eine sogenannte Konfigurationsdatei, in der festgelegt ist, wo werden meine Daten gespeichert. Wenn ich jetzt in Royal TS irgendetwas verändere, irgendetwas einrichte, dann wird diese Einrichtung irgendwo gespeichert. Im Regelfall ist es das Benutzerprofilverzeichnis. Genau das wollen wir ja eigentlich umbiegen. Es soll ja nichts auf unseren PC geschrieben werden. Es soll ja alles eben in das Portable App Verzeichnis kommen. Und darum müssen wir eben gucken, wo liegt unsere Konfigurationsdatei. Bei dem Programm hier ist es eine XML-Datei mit rts2app.exe.xml. Etwas unglücklich gewählt, aber ja, wie gesagt, das ist unsere Konfigurationsdatei. Die müssen wir bearbeiten. Und man merkt, warum ich gesagt habe, man muss logisch denken können und man sollte Konfigurationsdateien verstehen. In dem Fall ist es eine XML-Datei, die ist noch recht einfach zu lesen. Allerdings gibt es auch recht komplexe Programme, wo das Ganze dann ja sehr schnell sehr schwierig wird. Wir müssen jetzt unseren Benutzerpfad umbiegen und diesen Benutzerpfad sieht man hier, Configuration Path. Und hier haben wir auch, wo normalerweise unsere Daten gespeichert werden. App-Data ist, wer es weiß, wenn man statt ausführen und dann App-Data eingibt, dann kommt man in das Benutzerverzeichnis, wo sämtliche benutzerdefinierten Dateien abgelegt werden. Zum Beispiel das Profil von Firefox, das Profil von Thunderbird, Programmeinstellungen von Adobe, von Microsoft Office, von Outlook, von Windows Live landen alle im Ordner, in dem Ordner unter der Variable App-Data. So. Was wissenswert bei Portable Apps ist, sollte man sie starten über den Launcher, wird eine sogenannte, ja, ich möchte nicht sagen virtuelle Umgebung, aber es wird eine eigene Umgebung geschaffen für dieses Programm, in dem das Stammverzeichnis des Programms gleichzeitig das Stammverzeichnis für die virtuelle Umgebung ist. Was bedeutet, gebe ich hier einen Ordner ein, darf ich nicht von meinem Laufwerk C ausgehen oder von Laufwerk D oder sonst was. Ich muss von dem Programmverzeichnis aus ausgehen.
In dem Fall wäre jetzt eben das hier unser Stammverzeichnis und alle Ordnerangaben müssen von hier aus ausgehen. Unsere Konfigurationsdateien sollen in dem Ordner Data gespeichert werden. Das bedeutet, ich muss hier im Endeffekt nur einfach Data eintippen. So, speichern und fertig. Das war's schon mit der Konfiguration. Bei anderen Programmen gestaltet sich das teilweise sehr schwierig. Wer zum Beispiel mal versucht hat, Firefox Portable zu bekommen, ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Wenn man weiß, wie es geht, ist es auch sehr einfach. Also Übung macht bekanntlich den Meister. Aber wie gesagt, für Royal TS reicht das Ganze hier erstmal. So, unser Programm ist vorhanden. Jetzt müssen wir unsere Portable App konfigurieren. Dafür benötigen wir einmal unter App-Info die Installer-INI. Wir benötigen die Application.ini und wir benötigen Ordner Launcher. Ich war auch schon mal so frei, für Royal TS eben entsprechende Daten vorzubereiten. Und zwar, wie gesagt, einmal die Installer-INI, dann die App-Info.ini. Was auch nötig ist, sind drei Icon-Dateien. Einmal eine richtige Icon-Datei, die eben das Dateisymbol enthält. Dann zwei PNG-Dateien, App-Icon 16 und 32 mit einmal der Auflösung in 16 Pixel und eben einmal mit 32 Pixel. Das braucht das Programm intern, um damit arbeiten zu können. Also unser Installer später. Und dann benötigen wir den Ordner Launcher. Im Ordner Launcher benötigen wir die Datei, eine INI-Datei, die genau so heißt, wie später unsere Startdatei heißen wird. Also theoretisch könnte ich auch hergehen, könnte sagen RTS Launcher. So, diese Dateien müssen, wie gesagt, jetzt bearbeitet werden, dass sie eben auf unsere Portable App passen. Fangen wir mit der Datei hier an. Program Executable. Hier müssen wir eintragen, welche Datei gestartet werden soll, sobald der Launcher betätigt wird. In dem Fall wäre das eben die Datei App Royal TS. Also hier wieder nur vom Ordner App aus ausgehen. Royal TS, die Datei rts2.app.exe. So, das wäre es dann eigentlich schon in der Datei. Nun können wir um diese Dateien hier kümmern. Wie gesagt, die Icon-Datei kann man selbst erstellen. Dafür gibt es auch ein sehr schönes Portable App, nennt sich IcoFX, lässt sich auch über den Launcher direkt herunterladen und ist eigentlich nicht sehr schwer zu bedienen. Lässt sich alles über die Hilfe der Datei nachlesen. Die Datei App-Icon 16 und 32 lassen sich auch beide mit IconFX erstellen. Wie gesagt, Programm herunterladen, öffnen, ist eigentlich, wer ein bisschen Grips in der Birne hat, fast selbsterklärend. So, die Datei App-Info ist wichtig nicht für den Launcher, für unsere Plattform hier. Denn in dieser Datei wird festgelegt, wie heißt unser Programm, wie wird es angezeigt, welche Informationen sind hinterlegt. Beginnen wir damit. Type portablelabs.com Format. Bitte nicht ändern, einfach lassen. Version. Hier ist die Programmversion gemeint. Royal TS hat momentan die Version 2.04. So, Details ist nämlich mal auch selbsterklärend. Name, App-ID, ja, Royal TS 2. Bei der App-ID bitte keine Leerzeichen oder Sonderzeichen verwenden. Publisher ist eigentlich auch klar. Wer hat das Programm programmiert? Woher kommt es? Homepage ist nämlich mal auch selbsterklärend. Category. Hier muss festgelegt werden, in welcher Kategorie dieses Tool, dieses Programm abgelegt wird. Ist es ein Spiel? Ist es ein Bildungsprogramm? Ist es für Office-Betrieb? Ist es eine Entwicklungsumgebung? Ist es einfach nur irgendein Systemwerkzeug? In dem Fall wäre unser Royal TS ein sogenanntes Util. Ah. Was schreibe ich denn da? Zählt also zu den Werkzeugen. Description ist nämlich mal auch, wer Englisch kann, selbsterklärend eine Beschreibung des Programms.
Language. Hier kann man dann angeben, in welchen Sprachen das Programm verfügbar ist. Bei GIMP zum Beispiel, GIMP ist ein Fotobearbeitungsprogramm. GIMP ist von Natur aus multilingual veranlagt. Das heißt, starte ich GIMP auf einem englischen Windows XP, lädt automatisch eine englische Version von GIMP. Starte ich jetzt auf einem japanischen Windows, habe ich automatisch eine japanische Version. GIMP wäre sozusagen multilingual. Royal TS gibt es momentan nur auf Englisch, deswegen werden wir das auch so eintragen. So, Lizenz. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, denn wer Microsoft Office 2010 Ultimate Edition mit super Extras natürlich portable macht und zum Download bereinstellt, macht sich strafbar. Von daher kann man hier bitte, bitte aufpassen, was für Programme ihr portable macht und gebt hier bitte auch an, inwiefern sie benutzt werden können. Royal TS zum Beispiel ist shareable, also ich kann es weitergeben, ich kann es Freunden und Bekannten geben, solange ich meine Lizenz nicht weitergebe. Ohne Lizenz ist Royal TS eine Free-Version, das heißt, ich darf es weitergeben. So, es ist allerdings keine Open-Source-Software. Es ist keine Freeware. Und ich darf es auch kommerziell benutzen, auch wenn ich ohne Lizenz kann dafür aber halt eben auch nur eine eingeschränkte Version benutzen. Also Commercial Use in dem Fall auch True. So, jetzt kommen wir zu einem weiteren sehr wichtigen Part, Package Version, Display Version. Package Version beschreibt die Version eures gepackten Programms. Da wir hier jetzt erstmals eine Portable App erstellen, aber da wir die Datei auch nicht verändert haben, wir haben keine aktualisierte Version unseres Paketes rausgebracht, das ist die erste Version, haben wir hier natürlich 1.0.0.0. Die Versionsnummer muss bei Package Version vierstellig sein, ansonsten wird später der App-Installer ziemliche Schwierigkeiten kriegen. Display Version ist eigentlich genauso wie hier bei Version 2.04. So. Control Icons 1 ist klar. Da soll man unser Icon zeichnen. Dafür haben wir eben auch diese Icons hier erstellt. Und unter Start geben wir jetzt an, wie die Datei heißt, wie unser Launcher heißt. Unser Launcher heißt später genauso wie diese Datei hier. .exe. So, jetzt hoffe ich mal, ich habe mich nicht vertan und habe das nicht vertauscht. So, speichern. Und ja, das war's eigentlich. Jetzt haben wir den Installer, hatten wir, glaube ich, genau. Beim Installer kann ich noch die Sprache extra nochmal festlegen. Ich kann jetzt hier anfügen, German ist gleich true, wenn es wirklich so wäre. Aber wie gesagt, Royal TS ist momentan nur Englisch. So, damit wären wir eigentlich fertig. Jetzt müssen wir den Portable Apps Launcher bemühen. Der erstellt uns nämlich jetzt unsere Startdatei. Wir müssen hier nur angeben, wo unsere vorgefertigte Datei liegt, also hier. So, jetzt sehen wir auch schon hier im Hintergrund, er hat uns unsere Startdatei erstellt. Probieren wir das Ganze mal aus. So, und wir wissen, jetzt sehen wir, wir haben einen Fehler gemacht. Und zwar hat unsere INI-Datei einen falschen Namen. In dem Fall lässt das Ganze sich sehr einfach beheben. Wir müssen einfach hier in unseren Launcher rein die Datei umbenennen. Ach, vertippt. Einfach den Namen am besten kopieren, dann kann man keinen Tippfehler machen. So wie ich jetzt irgendwo. Und jetzt soll das Programm eigentlich starten. Und wir sehen, es fährt hoch. Wir haben hier unsere gewohnte Benutzerumgebung. Jetzt können wir theoretisch mal irgendwas verändern und speichern, um zu sehen, ob auch unsere Dateien richtig abgelegt werden. Einfach mal hier wild irgendwelche Einstellungen ändern. So. Beenden. Jetzt müsste in unserem Data-Ordner hier die Datei hinterlegt sein und wir sehen User Preferences, er hat es richtig angelegt und das Settings wird noch festgehalten, wo es zuletzt gelaufen ist. Somit ist unsere Portable App momentan einsatzbereit. Jetzt könnten wir sie theoretisch, so wie sie ist, einfach in unser Portable Apps Verzeichnis ziehen und wären eigentlich fertig. Aber wir möchten sie ja packen und als Exe-Datei zum Download anbieten. Von daher müssen wir jetzt noch den Installer bemühen. So, hier geben wir auch wieder bloß an, in welchem Verzeichnis das Ganze liegt, sagen Go, und er generiert uns was not created. Oh, noch ein Fehler.
So, jetzt haben wir nämlich ein Problem. Wir haben nämlich irgendwo gesagt, die Startdatei heißt RTS Launcher. Dabei heißt sie eigentlich ganz anders. Und ich weiß auch wo, nämlich in der App Info. Genau. Die Datei ist falsch. So, aber jetzt müsste unser Launcher komplett durchlaufen. Unser Installer. Na also. So, jetzt generiert er uns unsere gepackte Exe-Datei für den späteren Download, die wir auch weitergeben können, um eben auch anderen dieses wundervolle Programm zur Verfügung zu stellen. Dauert allerdings ein kleines bisschen, weil er eben erst alles zusammensuchen muss, weil er alles verpackt, weil er alles tippen muss und einstellen muss. So, in der Zwischenzeit, jetzt könnten wir diese Datei, diesen Ordner hier, eigentlich uns aufheben, nur um eben für den Fall, dass ein Update kommt, das Ganze hier nochmal zu überarbeiten. Sollte sich jetzt zum Beispiel eine neue Version von RealTS herauskommen, und das ist nämlich das Schöne, muss ich nicht alles von vorne machen, ich muss lediglich her, muss hier den Ordner RealTS meine Dateien austauschen. Lediglich, wenn sich diese Startdatei hier, dieser Name verändert, muss ich im Endeffekt meinen Launcher neu generieren. Und das heißt, ich muss dann wirklich hergehen und muss hier unter App Info festlegen, nein, nicht unter App Info, pardon, im Launcher festlegen, welche Datei ich hier eben neu starten muss. Sollte sich der Name mal verändern. Aber wie gesagt, die Datei könnten wir jetzt so, wie sie ist, einfach nehmen, ausschneiden, eben in unser Portable Apps Verzeichnis kopieren. Oh, war eine etwas große Datei. So, und jetzt, wenn wir hier in unser Menü hier reingehen, sagen Anwendungen nach Symbol neu laden, haben wir hier auch unser RealTS, können es auch ganz normal benutzen und haben unsere Applikation, unser Programm tragbar portable gemacht. Ja, so, jetzt könnte ich hier meine Karte rausziehen, könnte an einen anderen beliebigen PC gehen und eben RealTS mit meinen Einstellungen so starten, wie ich es brauche. Von daher hoffe ich, ich habe nicht zu viel falsch gemacht, ihr habt ein bisschen was verstanden und es war nicht ganz so schlecht. Ich hoffe, man sieht sich bei meinem nächsten Tutorial wieder, dann wieder ein Server-Tutorial und bis dahin vielen Dank fürs Zusehen.